Vor langer Zeit, in einer glorreichen Dekade, die man die 90er nennt, war einmal ein Junge namens Ricardo Rodriguez, alias Bad Rogers. Er saß in seinem Zimmer vor seiner Videokonsole, als plötzlich... Red, es ist Zeit fürs Bett. Morgen früh hast du Schule. Eine totale Spaßbremse namens Mom auftauchte. Aber ich hasse Schule. Ich gehe nicht. Doch, du gehst, junger Mann. Ohne Wenn und Aber. Aber Mom, ich bin mitten in einem Level. Wenn ich jetzt... Wenn du dieses Spielzeug je wiedersehen willst, putz dir die Zähne und geh ins Bett. Sofort. Das ist kein Spielzeug. Ist mir egal. Schalt es ab! Sofort, Mister! Er heißt Dusty! Und ich will nicht Zähne putzen! Ach, wenn er es doch täte! Als Red langsam einschlief und davon träumte, ein Held zu sein und die letzten Bosse zu besiegen, wurde er plötzlich von der Glotze geweckt. Das Bild war komisch gestört und sie ließ sich nicht abschalten. Mich wollte er auch ausknipsen, aber das wollte schon meine Ex. Als er mir einen leichten Schlag gab, wurde Red in die Glotze gezogen. Und die Moral von der Geschichte? Hört nicht auf die Eltern, dann passiert cooler Scheiß. Aufgewacht, Kumpel! Ey, Bubi, ich sagte aufgewacht! Es ist unhöflich, bei einer Filmsequenz zu schlafen. Filmsequenz? Dusty? Du bist lebendig? Mann, wo sind wir denn hier? Wir sind in der ersten Welt, Bubi, wo die alte Baumfrau wohnt. Sie nimmt meine Anrufe nicht mehr an und ihre Kids rasten aus. Besuchen wir die Alte doch einfach mal, hä? Hier, nimm das! Machen wir es gefährlich, allein zu gehen. Oh ja, das Ding ist riesig. Echt prall. So wie ich es mag. Und so, mein Freund, macht man eine Filmsequenz. Schnappen wir sie, Dusty. Level 1. So, und damit herzlich willkommen, meine Pokémons, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Red Rogers, die Erwachsenenversion. Es gibt hier zwei Versionen, einmal die Kinderversion und einmal die Erwachsenenversion. Ihr habt schon gemerkt, groß und prall ist auf jeden Fall nichts für Kinder, wenn viele Kinder auch gar nicht verstehen. So, wir gucken auf jeden Fall mal, was hier abgeht mit R2. Ist natürlich logisch, dass man schießen kann. So, ganz sicher. Grafik ist jetzt nicht ganz so nice, oh, Galio. Wir hauen uns ja einfach mal durch. Bin sehr gespannt, was hier abgeht. Der Pomp sieht auf jeden Fall sehr fresh aus. Okay, jetzt sind die ersten Gegner. Kann ich das noch kurz machen? Aber man hat unendlich Schuss auf jeden Fall. Was ist hier los? Komm, so. Erwachsenenversion heißt auch, Blut ist am Stissel. Richtig krass. Aber ich hab Bock auf das Game gerade. Ich hab's heute gesehen. Und, was ist das für eine Lady? Wir gehen nochmal raus. Okay, wir gehen wieder rein. Aber sowieso gesagt, Mann, ich würde... Oh Mann, du lebst! Mom ist verrückt geworden. Vielleicht hilft dir das unterwegs. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte ja auf jeden Fall mal wieder ein Let's Play machen. Wusste ich überhaupt nicht, was ich mal machen sollte. Die ganzen großen Spiele kommen erst noch raus. Kann ich das hier kaputt schießen? Nee. So, da habe ich das auf jeden Fall, dieses Schmuckstück hier gesehen. Und ich habe sowieso übelst Bock auf so 2D Jump'n'Run Action Gelumsch. Was haben wir hier? Herzchen? Und ja, bin mal gespannt, wie sich das hier entwickelt, wie die Geschichte sich beide hier entwickelt. Ging das was überhaupt, die Dinger kaputt zu machen? Ja, weniger, ne? Ja, gut. So, ihr werdet auf jeden Fall, die Musik ist ultra heftig unterwegs. Geht richtig abi. Spring rein, Bubi!
Spring ein, Bubi! Okay, wir spielen auf jeden Fall hier mit unserer... Unser Kollege ist hier eine Spielekonsole. Pixelverse, Search of Destroyer. Finde, find a Destroyer. So, drücke X, um zu fahren. Okay, finden wir das. Oh, ich darf gar nicht hier reingehen. Gut, ist das hier? Ich glaube, das ist böse. Das Pixelversum sieht wie eine Störung aus. Reparieren wir das. Na dann. Alles klar. Okay, wir müssen da drehen, mal gucken. Die Musik, die schreit mir doch etwas ins Ohr rein. Ich denke mal, das muss ich mal ein bisschen ändern. Master machen wir auf 80, auf 82, auf 80. Musik auf 80. Alles auf 80, würde ich sagen. Gut, das ist 81 Sprache. So, so, so. Können wir so nehmen. Ist okay. Ja, so klingt es auf jeden Fall sehr angenehm. Muss schon nicht so rumschreien. So, wir können auf jeden Fall jetzt hier runtergehen. Krieg ich falsch halt? Nein, krieg ich nicht. Weißt du nicht, was es mit den Kristallen auf sich hat? Ich sammle sie einfach mal aggressiv ein. Was ist das hier? Okay, hey, das... Warte mal! Ich schwenke durch die Welt, damit wir sehen, wohin das führt! Ultra cool! Suchen wir die anderen drei! Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Cooler Humor auf jeden Fall. Und wir haben sogar einen Timer rechts. Auf jeden Fall können wir sogar schnell durch die Kante laufen. Kriegen wahrscheinlich ein Bonusmaterial. Wir können wahrscheinlich auch zwischen Red und unserer Spielekonsole den Herz switchen, sehe ich gerade. Wir gehen mal hier hoch. Mal gucken, wo war denn das jetzt? Oder wo ist denn das? Ich habe jetzt gar nicht richtig aufgepasst, um ehrlich zu sein. Na, gucken wir jetzt hier hoch nochmal. Laufen wir einfach mal alles durch. Oh! Wir kriegen sogar Schaden im Wasser. Alles klar. Ach, hier oben. Mal gucken, was hier hinten noch ist. Wir kriegen Schaden im Wasser. Aber wir können gar nicht mehr zurück. Das ist ja ätzend. Ich denke mal, hier gibt es auch noch richtig geile Waffen, würde ich mal so sagen. Gehen wir denn hier hoch irgendwie? Gehen wir mal hier runter. Ich denke, wir müssen da hoch. Alles klar. Alles klar, ist gespeichert. Super. Boah, Schnellfeuer! Wie viel Muni habe ich? Ich dachte, du bist ein Gamer. Sieh dir mal den schönen bunten Balken auf der Kanone an. Alles klar. Schnellfeuer ist am Schlüssel. Nice. Und wir sehen an den Balken, wann die Munition oder wann ich nicht mal richtig schießen kann. Na komm, geh zurück. Los, komm. Oh nein! Du bist ein Gamer! Bin noch sehr gespannt auf die Bosse hier, wie das hier so abläuft. Ich weiß gar nicht, von welchem Entwickler das hier welches sein ist. Alter, hier spritzt das Blut aus allen Ecken! Was ist ja los? So. Was sind das für komische Viecher? Weil wie schlucken die? Halleluja, ey. Ja. Oh, ich kann sogar mit dem Kreis, kann ich mit der Konsole was machen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Wenn wir hier jemanden verdreschen. Oh, das war sogar übelst geil verpixelt. Guck dir das mal an. Wie geil verpixelt das ist, ey. Halleluja, das Game wird auf jeden Fall ultra heftig. Ultra krass. Faule Entwickler, hier müsste eigentlich eine Plattform sein. Los, lass uns das reparieren. Ach so, nice, fauler Entwickler. Ihr wird's pixelig. Das ist ja geil, Mann. Das ist ultra nice. Ich stehe hart auf solche Spiele. So. Ist das angreifen oder was? Nee. Fauler Entwickler. Ich brauch Pixel, um hier zu bleiben. Okay, kleiner mal von vorne, oder? Kann ich einfach Attacken machen? Nee, gut. Gehen wir mal dort lang. Was sind denn genau die Pixel? Also, was sammle ich denn? Sind das die Lieder nennen oder was? Hier. Hier ist die Plattform. Das ist ja geil, Mann. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So, hier haben wir die Plattform. Faule Entwickler. Haben wir wieder das Spiel richtig fertig gemacht. Safe ist am Schlüssel. Alter Schwede. Heftig! Kannst du das kaputt machen? Die Konsole ist richtig ultra nice unterwegs. Aha.
Ah, man kann sogar kombinieren. Man kann schießen und gleichzeitig noch schlagen. Die hauen ab. Die haben Angst vor mir. So, jetzt kann ich bloß noch langsam schießen. Was ist hier drin? Ja, moin. Nein. Ja, grüß dich. Meine Frau hat alles mitgenommen. Nur dies nicht. Ach, was soll's denn? Ihr könnt es haben. Dankeschön, du brauchst es sowieso nicht. Mein Bester. So, wo es hier lang geht. Sie haben eine Gepäckse und sowas. Also wie gesagt, das Geile ist einfach, es gibt hier zwei Versionen. Einmal die kindliche Version, wo hier wahrscheinlich die übelsten schilligen Sprüche kommen. Und dann gibt es die erwachsene Version. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Gucken, ob ich dazu mich bewege, mal auch die kindliche Version zu spielen. Aber ich denke, weniger. Ich stehe ja so ein bisschen auf schwarzen Humor. So, hier oben. Oh, schnell. Schnellfeuer am Schlüssel. Krass. Oh, wieder gesaved. Oh! Geil. Ich muss nicht mal nachladen. Einfach nur drauf rotzen und fertig ist hier. Oh! Ah, die kommt sogar hier aus dem Wald heraus. Guckt euch das an. Wie krass. Wir haben gespannt, was die ganzen Welten so zu bieten haben. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier voll in der Waldwelt. Geht's hier lang? Ne, komm, wir gehen mal hier lang. Zack. Manchmal wünschte ich, wir hätten einen Pogo-Stick für diese Springbusses. Eine Pogo-Stick? Ah, komm, das nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. So. Da kommt einer raus. Die haben Angst. Das sind doch keine Eichhörnchen. Die wollen eigentlich gar nicht getötet werden. Wir warten einfach ab und die killen wir von hier. Super gut. Die wollen eigentlich nicht so, oh cool, ey, schöner Tag, schönes Leben, wir gehen spazieren und wenn man kommt irgend so ein scheiß Rotzer und schießt dir direkt die Puppe weg, ey. Aggressiv. Natürlich Gang, die Eichhörnchen Gang ist am Schlüssel. Also let's. Ich werd schon wieder gepixelt. Krass, ey, ich find's so geil. So. Hier ist das Kind. Hier ist die Konsole. Oh. Alles klar? Nice! Super cool! Kommt in meine Sammlung! Hallo, das ist sogar Leben! Wir haben sogar Leben verloren! Hey, kommt das sogar richtig gelegen? Oh, was ist das? Oh, geil! Chance, um das Level zu beenden, Bubi. Okay. So, ich hab alle. Das sind wahrscheinlich die Exit-Chance. Und dann müssen wir das eigentlich hinbekommen haben. Oh, sieht aus, als wäre die Tür offen. Okay, gut, gehen wir mal in die Tür rein. Level 1, Urgewalt im Urwald. So, Trophäe erhalten, Mann aus Stahl, sehr gut. Wir haben 137 Kristalle gefarmt, 50 Gegner. Wir haben 50 Gegner eliminiert, Alter, krass, 55. Geil, wir haben auf jeden Fall keinen Löwenkopf gefunden, warum auch immer. Wir haben 9 Minuten gebraucht für dieses Level, 87% haben wir erreicht. Okay, weiter geht's. Gibt's sogar Rangliste, krass. Eine Rangliste ist auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt. Okay, gibt's hier einige Level. Dann Schlägerei im. Keine Ahnung, ob ich das gerade nicht lesen will. Na, bin gespannt. Loading. Katzchen? Kratzi? Hallo? Red und. Okay, Schlägerei im Schlamm. Huhuhu. Schlägerei bin ich immer dafür. Die Viecher, die wehren sich absolut gar nicht, ey. Kommen irgendwelche Viecher, die sich mal ein bisschen wehren? Ich glaube, die können wir gar, die müssen wir gar nicht killen. Oh, was ist das? Oh, fuck, jetzt werde ich auf jeden Fall das erste Mal sterben. Das soll aufhören. Nein, jetzt bin ich voll runtergefallen. Nein! Von links nach rechts gehst. Oh, jetzt bin ich tot.
Oh, die halten aber viel aus, die Dudes. So, von vorn. Ich bin sowieso runtergefallen. Das ist ja krass, ey. Ach, das Wasser, das gibt mir so geil Schaden, Alter. Das ist nicht so geil. Mal gucken, wie wir das jetzt hier lösen am besten. Boah, die hat es einfach völlig zerbordert, zermatschelt. Wie krass. So. Hier runter ist auf jeden Fall ein Schlamm, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ah! Tja, wie kriegt man die denn hier am besten down? Oh nein, oh nein! Oh nein! Ich werde wieder sterben! Wie schlimm! Was geht hier ab? Oh fuck! Save das Ding mal! Alter, ist auf jeden Fall schon schwieriger. Krass, das zweite Level geht auf jeden Fall schon gut rein. Tja, wo kommt das her? Oh Gott, wo kommt denn nur die Schüsse her? Von unten. Hier oben ist für ein Level. Ah, wie macht man das am besten? Oh. Das Spiel, was die ganze Zeit piepst, wenn du gleich stirbst. Ja. Ich muss nicht nachladen, ich will die ganze Zeit nachladen. Ganz aggressiv. Der geht mit dem Fortnite, der lade ich auch nicht nach. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich schon wieder nicht nachlade. Fuck. Die sind ja brutal, die Viecher. Die stehen einfach beschissen. Ach was, ich muss sie gar nicht töten? Ist schon down? Okay, gut. Kann man so lassen. Hier wird auf jeden Fall wieder gepixelt. Da war die Entwickler wieder viel zu faul. Der hält auch viel auf, sag mal. So, Pixeler ist am Schlüssel. Okay. War das hier mit? Oh, hier sind aber viele. Sind das Viren oder was? Alles klar. Oh, was ist das? Voll geil, Alter. Macht übelst Bock. So, gucken wir mal auf jeden Fall, was hier los ist. Schlägerei im Schlamm. Ah, ich fühle mich auf jeden Fall in Zeit zurückversetzt, wo ich noch Sega gespielt habe. Halten ganz schön viel aus, die Viecher, ey. Mach schon, Dusty. So alt bist du nicht. Ah, hier kommt Blatt! Scheiße. Ich treffe ihn nicht. Oh, jetzt verliere ich das Herz wieder. Wie geil. Hallo? Ich würde gerne einen Doppelsprung machen. Jetzt. Lassen hier nichts. Komm damit klar, sagt er einfach nur. Ah! Ist ein Rohr, hier kannst du bestimmt. Ja, genau, hier kannst du auf jeden Fall dran rumhacken. So. Jetzt hier hoch, da lang, da längs. Ich hab's gespeichert, cool. Irgendwann das Speichern wird auf jeden Fall sehr vonnöten sein. Okay. Kristalle wollen wir auf jeden Fall nicht vergessen mitzunehmen. Da hinten geht's weiter. Dann nehmen wir erstmal die Kristalle mit. Auf ganz verspannt. Super. Bing, bing, bing. Ach, wie geil, Alter. Ich habe damals so ein Donald Duck Spiel gespielt, was richtig cool war. Richtig, richtig brutal vor allen Dingen. Auf Sega Mega Drive. Und genau so ist der Sound. Genau so ist der Sound, wenn er was aufgenommen hat. Hast du mir Schaden? Nee, gut. Oh, wie bösartig. Okay, ich muss da lang, aber ich nehme auch die Kristalle mit. Wir müssen einige Kristalle hier mitnehmen. Willst du nicht? Ich habe sogar ein Herz. Guck dich das an, sogar ein Herz am Schlüssel. Okay, nicey nice. So. Oh, hui, ich hab's auf jeden Fall down gekriegt. Ekelhafte Viecher. Oder lebendig, ihr kommt mit. Lebendig, Bubi. Was ist denn das? Immer nur tot. Achso, das ist die Pixelwelt. Bam. Hier ist es nicht.
nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit hier. Oh! Oh! Geil, Mann. Macht übelst Bock. Oh, fuck! Das Loch, muss ich noch sogar eins finden. Das Pixometer steht ziemlich niedrig. Ja, aber noch eins. Super. Bam! Nice! Geil. Haben wir das erste gefunden? Okay, das Level geht auf jeden Fall sehr, sehr lang. Deswegen werde ich hier einen Cut machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis später!